Hallo zusammen, heute eine Aufgabe zum Thema Kapazität. Wie immer an dieser Stelle könnt ihr das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur Lösung. In Teilaufgabe A heißt es, berechnen Sie die Gesamtkosten bei 60% Auslastung. 100% Auslastung haben wir bei 200.000 Stück. Das heißt, 10% wären 20.000 Stück. Da wir 60% haben, haben wir also 6 mal 10%, 6 mal 20.000 sind 120.000 Stück. Also bei 60% Auslastung werden 120.000 Stück hergestellt. Machen wir die Kostenfunktion. Wir haben 7 Euro pro Stück variable Kosten, 7 mal x plus fixe Kosten von 500.000 Euro jährlich. Setzen wir jetzt für das x die 120.000 ein, bekommen wir 7 mal 120.000 plus 500.000. Das ergibt zusammen Gesamtkosten von 1.340.000 Euro. In Teilaufgabe B berechnen Sie die Stückkosten bei voller Kapazitätsauslastung und bei 60% Kapazitätsauslastung. Bei 60% Kapazitätsauslastung haben wir die Gesamtkosten bereits in Aufgabe A berechnet mit 1.340.000 Euro. Diese können wir nehmen und durch die Menge 120.000 Stück, die wir dort erreicht haben, teilen. Das ergibt Stückkosten, also Gesamtstückkosten von 11,17 Euro. Bei voller Kapazitätsauslastung stellen wir 200.000 Stück her. Das heißt, in unsere Kostenfunktion setzen wir nun die 200.000 ein. Also 7 mal 200.000 plus 500.000 ergibt 1.900.000. 1.900.000 geteilt durch die 200.000 Stück, die wir da herstellen an dieser Stelle, ergibt 9,50 Euro Gesamtstückkosten. In Teilaufgabe C. Die Kapazität reicht nicht mehr aus und wird durch eine neue Produktionsanlage mit einer zusätzlichen Kapazität von 150.000 Stück erweitert. Dadurch steigen die jährlichen Fixkosten um 300.000 Euro. Die variablen Kosten pro Stück betragen bei der neuen Anlage 5 Euro. Vorher 7 Euro, jetzt 5 Euro. Fixkosten vorher 500.000, jetzt Fixkosten 300.000. An der neuen Anlage kann ich 150.000 Stück herstellen. Insgesamt sollen 300.000 Stück hergestellt werden. Das heißt, ich hätte die Möglichkeit, 350.000 Stück herzustellen, nämlich 200.000 plus 150.000, aber ich möchte jetzt nur 300.000 herstellen. Jetzt ist die Frage, welche Maschine ist günstiger zum Produzieren und wo lasse ich einfach 50.000 Stück übrig? Wenn wir die Kostenfunktion aufstellen, haben wir bei der Erweiterung 5 mal x plus 300.000 und bei der Ausgangslage 7 mal x plus 500.000 als Kostenfunktion. Also nutzen wir, nachdem die Kosten bei der Erweiterung günstiger sind, die Produktionsmenge, die wir herstellen können auf der zweiten Maschine. Also wir nutzen sie voll aus. Wir gehen voll an die Kapazitätsgrenze. Das heißt, wir produzieren 150.000 Stück auf dieser Erweiterung und erhalten dafür Kosten von 1.050.000.
Dann fehlen uns noch 150.000 auf der bisherigen Maschine. Dort erhalten wir 1.550.000 Euro an Kosten. Ergibt insgesamt 2.600.000 als Kosten für die Herstellung von 3.000 Stück.